Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Vor uns liegt der Berg des dicken Bären. Eine Mission, die diesem Spiel leider einen gewaltigen Dämpfer verpasst, da sie einen gewaltigen Fehler beinhaltet. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Dieses kleine freche Schaf hat die Kontrolle über den Spielplatz erlangt und den dicken Bär in der Höhle gefangen, unten am leeren Desinfektionsbecken für Schafe. Tötet die wilden Tiere und flutet das Desinfektionsbecken für Schafe. Ja, und diesen Text könnt ihr jetzt erstmal langsam einsickern lassen. Ein kleines freches Schaf hat die Kontrolle über den Spielplatz erlangt, einen Bären eingesperrt an einem Desinfektionsbecken für Schafe. Alles klar, perfekte Hintergrundgeschichte für jedes Level. Sollte jedes Level meiner Meinung nach haben. Wir haben mal wieder die Rennmaus und sehen da oben schon wieder den Rennhund. Mal gucken, ob wir wieder Rennen gegen ihn fahren dürfen. Ich bezweifle es aber irgendwie stark. Ja, das Level hier ist am Anfang ein kleines bisschen unübersichtlich, obwohl es eigentlich ein relativ kleines Level ist. Man muss sich nur erstmal ein bisschen zurechtfinden. Es ist sehr nervig, wenn man hier mit der Rennmaus am Anfang irgendwelche Klippen wieder runterfällt, weil es ist einfach nur ein unnötiger Weg, den man hier hinter sich legt. Hier gibt es nichts zu tun, großartig für die Rennmaus. Wir müssen uns erstmal nur ein besseres Tier suchen, mit dem wir uns hier besser bewegen können. Und dieses bessere Tier ist nicht der Raketenhund, denn den können wir gar nicht angreifen. Der ist nämlich leider viel zu hoch gestellt für die Rennmaus. Hier vorne haben wir auf jeden Fall erstmal eine violette Energiezelle. Tja, womit man sich in solchen Leveln gut bewegen könnte, wären zum Beispiel schwebende Tiere. Wie zum Beispiel Jamaika-Schafe. Vorne haben wir noch eine violette Energiezelle, die wir uns theoretisch holen könnten, wenn wir denn einen richtig guten Sprung mit der Maus machen. Haben wir aber gerade nicht geschafft. Und da vorne haben wir ein Jamaika-Schaf. Schnappt es! Und da haben wir wieder so eine Rampe wie im zweiten Level, ja. Und wie auch im zweiten Level fliegt das Schaf über diese Rampe aus unserer Reichweite raus. Wobei ich glaube, diese Rampe ist so angelegt, dass die Rennmaus darüber springen kann. Aber erstmal gucken wir uns jetzt zu Ende hier vorne um. Vielleicht finden wir irgendwas Sinnvolleres, um dem Schaf zu folgen, wie zum Beispiel ein anderes Schaf. Meistens gibt es davon ja mehrere in den Leveln. Da haben wir nämlich auch schon wieder welche. Da oben krabbelt auch irgendwas rum, aber erstmal nehmen wir uns die violette Energiezelle da vorne mit. Wie bereits erwähnt, wenn man aus Versehen irgendwo runterfällt, ist es in diesem Level sehr nervtötend ins Rennmaus, weil man einfach nur nervige Umwege fahren muss, die einfach wirklich nur nervig sind und keinen großartigen Sinn haben. So, und da haben wir sie. Die nächsten Schafe aber samt Widder mal wieder. Das heißt, wir müssen wieder einen Widder besiegen als Rennmaus. Das ist genau diesen gleichen Kampf hatten wir irgendwie schon mal. Bam, aber dieses Mal macht er uns deutlich mehr Schaden als beim letzten Mal. Ah, oh Gott, wenn er uns nochmal getroffen hätte, wären wir erledigt gewesen. Das war verdammt knapp. Unnötig verdammt knapp. Und ich merke gerade, dass unser Punktestand irgendwie lächerlich hoch ist. Ups, ich glaube, den hätte ich mal wieder auf Null setzen sollen. Naja, wie dem auch sei. So, wir erledigen erstmal unsere Schäfchen, die wir hier dabei haben, damit wir gleich welche von den Schäfchen missbrauchen können, um über die Schluchten hier drüber zu fliegen. Und dann schnappen wir uns hier unten neue Energie. Die hatten wir jetzt auch bitter nötig gerade. Ja. Wie gesagt, jetzt erstmal wieder zurück zu den Schafen, damit wir in guter alter Jamaika-Art die ganzen violetten Energiezellen in der Luft einsammeln können. Da vorne haben wir noch mehr Energie, die werden wir uns später noch holen müssen. Denn wir sind lange nicht vollgeheilt und wir müssen noch einen Raketenhund erledigen. So, und jetzt ist es auch gar nicht mehr so weit zu der kritischen Stelle, aber erstmal werden wir da oben noch auf Wolke 7 schweben müssen, um die violette Energiezelle da oben einzusammeln. Ah, ich weiß, das ist so witzig, Wolke 7. Und das schwebt hier auch noch rum, naja. Auf jeden Fall sind wir scheinbar ein Pegasus oder ähnliches, denn wir können auf Wolken laufen, das ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, warum Schafe auf Wolken stehen können. Okay, gut, im gleichen Satz hinterfrage ich nicht, warum die Schafe denn überhaupt schweben. Also, lassen wir das Thema. Danke, liebes Spiel. Wie auch bereits erwähnt, es ist ab und an schon mal ein bisschen schwierig, mit den Schafen irgendwelche Kanten zu erreichen oder Sachen in der Luft einzusammeln, denn sie schweben in der Tat nach oben und unten in der Luft und man hat da keine richtig gute Kontrolle drüber. Und jetzt gerade ist es gerade so perfekt nach unten an der Stelle geschwebt, wo unser Ziel war, dass wir die violette Energiezelle nicht einsammeln konnten. Uhu. Ja, ne? So, jetzt haben wir es aber. So, dann wieder zurück zu der Kante hier vorne, denn da vorne ist noch eine violette Energiezelle, die wir direkt mitnehmen können. Oder wir fallen einfach runter und nehmen nochmal den Weg außenrum. Mein Gott, jetzt habe ich es aber wirklich mit der Zeitverschwendung hier vorne. Ja, mir fällt mir da wirklich nichts ein als meh. Und dann krabbeln wir direkt auf die andere Seite rüber, was soll's denn? Ja, wir brauchen jetzt gleich mehrere Tierchen, um nun ja, diesen kleinen letzten Schritt zu demonstrieren, der uns zu dem großen Problem dieses Spiels führt. Aber erstmal schnappen wir uns wieder die Rennmaus und gucken uns hier vorne noch das restliche Gelände an. Nämlich haben wir hier vorne, wie gesagt, den Rennhund auf der Seite und einen metallenen Baum. Schnappen wir uns auch mal eben die Energie hier vorne, wo wir gerade hier sind. Rupp.
Dann müssen wir das später nicht machen. Die Schafe können die Truhen schließlich auch nicht öffnen. Wenn wir zu dem Hund hingehen, dann sehen wir auch, wenn wir ihn angreifen, dass wir ihm keinen Schaden machen würden. Deswegen tun wir das gar nicht erst und fahren direkt an ihm vorbei. Wir müssen nämlich mit der Rennmaus hier vorne noch weitere Schalter aktivieren. Und, das war knapp, violette Energiezellen sammeln. So, die Energie brauchen wir nicht mehr, wir haben schon volle Heilung. Und wenn wir hier vorne den Schalter aktivieren, dann sehen wir, die Höhle zum dicken Bären, der eingesperrt wurde, öffnet sich. Und da unten ist noch das Desinfektionsbecken für Schafe. Eine sehr merkwürdige Einrichtung. Ich weiß nicht, warum man ein Desinfektionsbecken für Schafe braucht. Gibt's sowas? Benutzt man sowas im echten Leben? Desinfektionsbecken für Schafe? Ich bezweifle es irgendwie. Und da haben wir noch eine weitere violette Energiezelle. Und das Schaf, das uns gerade eben abgehauen ist über die Brücke. Zum Glück wehrt es jetzt nicht mehr. Es hat sämtlichen Lebenswillen verloren, nachdem es da über diese Brücke gesprungen ist scheinbar. Ja, hier vorne haben wir jetzt drei Schalter. Diese drei Schalter zu aktivieren beinhaltet einen kleinen Trick, denn sie müssen alle drei gleichzeitig aktiviert sein. Die aktivieren sich aber immer sofort wieder. Das heißt, wir müssen deaktivierte Tiere drauflegen, damit sie aktiviert werden. Zumindest auf einen davon. Denn dann können wir mit der Rennmaus einfach die letzten beiden so aktivieren. So, und das Aktivieren dieser drei Schalter aktiviert die Trophäe dieses Levels. Die Trophäe, die berüchtigte Trophäe. Ja, warum ist diese Trophäe so berüchtigt? Kommen wir gleich zu. Jetzt nehmen wir uns erstmal das Schäfchen und sammeln hier vorne die restlichen violetten Energiezellen ein. So, jetzt brauchen wir die Rennmaus nämlich nicht mehr. Mit der haben wir jetzt alles gemacht, was wir in diesem Level machen könnten und müssten. Und mit dem Schaf ist es sowieso viel simpler und angenehmer, sich durch das Level zu bewegen. So, jetzt gehen wir wieder einmal außen rum. Kurz zugegebenermaßen, das wäre jetzt angenehmer mit der Rennmaus, weil die schneller ist. Aber mit dem Schaf können wir direkt, ohne das Tier zu wechseln, gleich springen und schweben. Zu den letzten Energiezellen und zu der Trophäe dieses Levels. Ihr merkt da wahrscheinlich schon so einen leicht genervten Unterton, wenn ich die Trophäe erwähne. Und wahrscheinlich kennen die meisten diesen Fehler sowieso. Denn es ist eigentlich ein recht bekanntes Problem in diesem Spiel. Es ist auch kein Problem, das sich beheben lässt. Es ist ein Spiel, das in jeder Version dieses ein Problem, das in jeder Version dieses Spiels existiert. Und ich weiß nicht, wie dieser Fehler nie aufgefallen ist und niemals gefixt wurde. Denn, ja, ihr habt es gerade schon gesehen. Merkwürdig. Wir sind irgendwie durch die Trophäe durchgelaufen. Zack, zack, meh. Egal was wir tun, die Trophäe ist da, aber wir können sie nicht einsammeln. Diese Trophäe ist nur scheinbar existent. Wolke. Es ist unmöglich, diese Trophäe einzusammeln, was es unmöglich macht, dieses Spiel einfach so zu 100% durchzuspielen. Zum Glück ist das Einzige, was diese Trophäe blockiert, ein Bonuslevel, das man sich ercheaten kann. Das heißt, wir werden sämtlichen anderen Kram in diesem Spiel machen, sämtliche anderen Trophäen erstmal sammeln. Und dann entschieden wir uns das eine Bonuslevel einfach, dass diese Trophäen freischalten. Also was soll's. Ja, ne? Wir können es trotzdem als mehr oder weniger 100% ansehen, denn wir kriegen halt 100% von dem, was in dem Spiel auch wirklich bekommbar ist. Diese Trophäe gehört nun mal leider nicht dazu. So, jetzt nehmen wir uns unseren Widder und greifen mal hier vorne den Raketenhund an. Autsch. Sollte ja nicht allzu schwierig sein, den Raketenhund mal wieder in eine nicht wirklich Ecke zu drängen, aber in eine seiner persönlichen Abgrenzungsecken zu drängen. Oder auch nicht. Oder er flitzt vor uns weg. Komm, bekloppter Hund, bleib stehen. Ich will dich erschlagen mit unserem Bockkopf. Bam, bam, wir sind ein Bockblind. Haha, toller Witz, ich weiß. Oh, ich verstehe die Hälfte der Leute wahrscheinlich noch nicht mehr, egal. Ja, ne? Das ist aber gefährlich, wenn er sich so auf der Rampe da rumtreibt. Nachher fliegt er noch zu den Bären rein oder fällt die Rampe runter. Das ist bestimmt keine ordentliche Abgrenzung für den Hund da vorne. Bam. Und bam. Hey, bleib hier. Noch ein Schlag. Und, ja, das ist genau das eingetreten, was ich vorausgesagt habe. Der Hund ist die Rampe hinauf abgehauen und bei dem dicken Bären drin gelandet. Was verdammt gefährlich für uns ist, denn wir brauchen den Hund, um den Bären zu erschießen. Komm, Hundi. Ja, sehr schön, jetzt haben wir den Hund. Und jetzt nichts wie raus, bevor er uns noch tötet. Ja, jetzt sind wir im Desinfektionsbecken für Schafe und von hier aus können wir den Bären jetzt ohne Probleme erschießen. Denn ein weiteres Mal können wir uns zunutze machen, dass die Bären in ihrem, Gebiet mehr oder weniger eingesperrt werden und sich nicht daraus bewegen können. Was sie, wie gesagt, extrem leicht Opfer für uns macht, solange wir irgendwelche Schusswaffen haben. Dauert zwar eine ganze Weile, den mit den Raketen von dem Hund zu erschießen, aber naja, kann man nichts machen. Dafür ist es eine sehr sichere Methode. Und danach haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Aufgabe erfüllt, du hast die wilden Tiere getötet. Allesamt, yay.
Und damit sollten wir jetzt den Ausgang auch schon so gut wie benutzen können, sobald wir dann diesen Schalter hier betreten. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Diesen Schalter hier kann man übrigens nicht aktivieren. Aufgabe erfüllt, du hast den Hahn aufgedreht, wenn man mit einem leichten Tier drauf geht. Man muss also den Bären erledigen und mit dem Bären auf diesen Schalter drauf gehen. Erst dann wird der Teleporter aktiv und das Wasser überhaupt in das Becken gelassen. Alle anderen Tiere sind zu leicht und man bekommt eine Nachricht, dass es mit den Tieren nicht geht. Wow, Katapult für einen Bären. Das war merkwürdig. Naja, die Physik in diesem Spiel ist schon mal manchmal sehr eigensinnig. Und wir haben gerade die letzte Trophäe gesammelt. Des Weiteren können wir den Lautsprecher hier vorne mit den Raketen und zerstören. Mwahaha. Und dann brauchen wir irgendein Tier, um da vorne reinzukommen. Ja, ich glaube, da hat man nicht so ganz nachgedacht, wie bei vielen Stellen in diesem Spiel. Ich glaube, was man hier machen soll, ist, diese silbernen Kisten da unten drin zu verschieben, damit die silbernen Kisten eine Brücke bilden, dass man über diese Brücke dann zum Ziel hinspringen kann. Es gibt allerdings auch eine ganz simple, andere, sehr einfache Möglichkeit. Man schnappt sich einfach ein Schaf. Genau so eins. Geht dann hier vorne auf die obere Leitung. Wir erinnern uns, dass die Schafe leicht drogenabhängig sind und deswegen einfach von hier aus rüber zum Ziel schweben können, ohne auch nur eine dieser silbernen Kisten angefasst zu haben. Es geht deutlich schneller, ist deutlich einfacher und ich weiß nicht, warum man das nicht machen sollte. Wie gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, das war nicht so gedacht, dass man das machen können soll, weil da diese Kisten extra drin sind, aber was soll's. Ja, er hat sich mal wieder die Hand gestoßen. Das finde ich immer gut, wenn Dan sich wehtut. Die nächste verfügbare Mission ist jetzt ganz schön felsig. Und wir sehen, der Berg des dicken Bären ist jetzt die erste Mission, in der uns keine Trophäe angezeigt wird. Leider. Und das wird auch immer so bleiben. Ja, wie gesagt, wenn es erstmal soweit ist, dann werden wir uns einfach mit einem kleinen Cheatcode drumherum arbeiten. Zum Glück ist das noch ein altes N64-Spiel, in dem man sich theoretisch alles einfach so ercheaten kann. Wir können uns Zutritt zu jedem Level ercheaten, wenn wir wollten. Aber das tun wir nicht, so schwer ist das Spiel nicht. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir ganz schön felsig angehen. Ciao!